Was ist Permakultur? Diese Frage bekomme ich von sehr vielen Leuten gestellt, die überhaupt gar keinen Gartenbezug haben und dann einfach mit großen Fragezeichen vor mir stehen, wenn ich dann anfange, dass ich ein Permakulturprojekt zum Beispiel habe. Und viele Gärtner und Selbstversorger beschränken sich ja bei der Permakultur nur auf den Bereich Garten bzw. auch Natur. Kein Wunder, sehr viele Permakulturprojekte beschäftigen sich ja überwiegend nur mit dem Thema Anbau, naturnah anbauen, gesundes Obst und Gemüse, Bodenaufbereitung, etwas für die Natur machen. Allerdings beschränkt sich ja die Permakultur nicht nur auf den Garten bzw. die Natur, sondern auch auf viele weitere Themenbereiche, die ich jetzt nochmal zusätzlich in diesem Video mit ansprechen möchte, um einfach nochmal den Begriff Permakultur einerseits für mich klar zu definieren und wie noch viele andere, die jetzt schon länger im Permakulturbereich sind, auch so sehen. Ja, es stimmt, ein großer Hauptbereich der Permakultur ist dieser naturnahe Anbau, das heißt Humus aufbauen, Terra Preta, Pilze ansiedeln, Totholz hacken, etwas für die Vögel, Insekten, Bienen tun, das Ganze drumherum, halt diesen natürlichen Kreislauf auch wieder zu schaffen. Und das ist halt für uns deshalb so wichtig, weil wir Menschen sind nicht an der Spitze dieser Pyramide, wir sind Teil dieses Kreislaufs. Darum dreht sich es auch hauptsächlich hier auf meinem Kanal, wo ich halt euch zeige, wie man seinen Garten naturnah aufbereitet. Auch hier so mein Projekt ein bisschen wie ein Tagebuch widerspiegelt. Und was halt bei mir nochmal zusätzlich dabei ist, halt auch die Gesundheit, weil dieses Sprichwort der Gesundheit ist nichts alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ich beschäftige mich halt auch mit der schleimfreien Heilkost, mit dem Fasten und auch mit der veganen Rohkost, weil das für mich so eine Lebensweise und auch ein Essverhalten ist, was mit der Permakultur zum Beispiel synergiert, wo die Leute auch gesund sind, hier leistungsfähig sind, haben eine bessere Lebensqualität und schon auch dementsprechend Ressourcen zum Beispiel, weil sie eventuell nicht auf die Massentierhaltung mehr zurückgreifen müssen oder so unproduktive Sachen wie Getreide anbauen. Zusätzlich auch der Aspekt, wenn die Menschen gesund sind, müssen sie keine Medikamente zum Beispiel nehmen. Und wir haben ja auch schon ein Problem mit unserem Grundwasser, das ja auch mit Medikamenten überfüllt ist, dass man halt auch zum Beispiel so schaut, dass man diesen natürlichen Kreislauf nicht durch unsere Krankheiten nochmal zusätzlich belasten, weil wir unbedingt die schnelle Pille nehmen wollen. Weil wir Menschen auch Teil dieses natürlichen Kreislaufes sind und hier ihn auch wesentlich beeinflussen, müssen wir auch erstmal an unser Innenleben schauen, weil zum Beispiel bei der Kampfkunst heißt es immer von innen nach außen und das mit der Permakultur, sich nur auf den Garten zu fokussieren, ist schön, ist aber nur das Äußere, diese psychologischen Aspekte, das heißt unsere Konflikte, unsere Programme, wie gehen wir zwischenmenschlich miteinander um, das sind auch so wesentliche Sachen, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen sollten, damit wir hier erstmal ein harmonisches Gefüge bilden und auch hier zusammen an eine bessere Lösung arbeiten können, anstelle uns dann in Streiterei und Spaltung dann trennen. Vor allem, weil unsere Konflikte und Programme mit dafür verantwortlich sind, wie wir die Welt da draußen sehen und dementsprechend leben wir unser Leben bzw. handeln wir auch. Vor allem, weil diese ungelösten Konflikte und Traumata mit dafür verantwortlich sind, ob wir offen für eine Sache sind oder endstirnig und dann letztlich in die Spaltung abdriften, wie man es ja heute bei den Massenmedien die letzten Jahre auch ziemlich gut gesehen hat, wie sich die Gesellschaft. Weitere wichtige Fragen sind zum Beispiel, wie wollen wir denn in Zukunft leben und wie organisieren wir uns? Wollen wir es jetzt weiter so haben mit der Demokratie, wo dann Deutschland oder andere Länder als große Masse betrachtet werden, wo wir halt dann immer wählen, wer uns da führt, so eine kleine Elite, sage ich mal, oder wollen wir es so ein bisschen back to the roots machen, dass wir ökologisch siedeln, kleine Siedlungen aufbauen und innerhalb der Dörfer uns vernetzen sozusagen von Dorf zu Dorf und so unser Leben führen. Solche Fragen kann man sich auch zum Beispiel stellen und auch jetzt die jetzige Geldpolitik. Wollen wir dieses Geld beibehalten? Wollen wir weg von diesem Geld? Ja oder nein? Und wie schaffen wir dann den Übergang? Wie schaut es mit Kryptowährungen zum Beispiel auch? What? Und mit solchen Themen sollte man sich auch zum Beispiel beschäftigen. Auch die Form für unseren zukünftigen Handel. Also wollen wir im See- und Handelsrecht bleiben? Kommen wir ins Völkerrecht, Menschenrechte? Ob wir im Kapitalismus bleiben wollen, die soziale Marktwirtschaft oder dann Richtung Sozialismus oder Kommunismus. Das sind solche Fragen, die wir uns einfach stellen müssen. Wohin geht denn die Reise und wie schaffen wir halt auch den Übergang? Es gibt da bestimmt noch viel weitere Themenfelder und Diskussionsbedarf, wie wir etwas umsetzen wollen. Aber das ist einfach für mich nochmal so ein Standpunkt, den ich für euch klar machen möchte, dass die Permakultur halt eben nicht nur Garten und Natur ist, sondern ein sehr großes Themenfeld, weil wir Menschen uns ja auch so Konstrukte aufgebaut haben, einen gewissen Lebensstandard und Gewohnheiten aufgebaut haben und wir da einfach gemeinsam uns auch viele verschiedene Themenbereiche anschauen sollten, auch wenn wir sie jetzt vielleicht in
20, 30, 40, 50 Jahren nicht unbedingt haben möchten oder bei uns jetzt schon die Nackenhaare aufstechen, wenn wir nur das Wort Geldsystem und Kryptowährungen zum Beispiel hören. Aber da ist ja das Problem bei sehr vielen, sie möchten sich mit solchen Sachen nicht beschäftigen. Da kommt man mal eine Deformierung oder auch in, sage mal, in alternativen Kreisen. Nee, möchte man sich nicht beschäftigen. Das ist alte Welt, habe ich keine Lust darauf. Ich konzentriere mich nur auf das Neue. Wo ich immer zu den Leuten sage, man muss halt erstmal den Status quo klären. Was ist denn genau das Alte? Und das erstmal kennenlernen. Von daher muss man sich auch da ein bisschen beschäftigen und sich auskennen. Wie funktioniert unser Rechtssystem? Wie funktioniert unser Finanzsystem? Wie funktioniert unser Steuersystem und so weiter. Wenn ich da draußen Leute frage, die haben wahrscheinlich viele gar keine eine Ahnung, wie das alles hier funktioniert. So wie ich das halt sehe, du kannst halt etwas nur ändern, etwas, wenn du weißt, wo du, in welchem Standpunkt du gerade bist. Also das heißt, du musst den Status quo von diesem Alten kennen, um mal etwas Neues aufzubauen. Weil sonst passiert es, dass du dich einfach nur im Kreis drehst und letztlich hast du das, was du als neu betrachtest, ist einfach nur das Alte und das in einer anderen Form gepresst. Und das passiert hier im Marketing oder im Verkauf ja ständig. In diesem Sinne sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Gerne Daumen nach oben geben, teilen, liken, abonnieren, das Ganze drumherum, auch für den Algorithmus. Dankeschön schon mal dafür, das hilft mir sehr. Auch jetzt hier noch Werbung in eigener Sache. Schaut auch gerne auf meine Webseite vorbei, unten verlinkt. Dort findet ihr noch weitere Informationen zu meinem Projekt, Unterstützungsmöglichkeiten, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann. Schaut auch gerne auch meine anderen Videos an. Ich werde auch in der Endcard euch ein Video zum Beispiel verlinken, wie ich die letzten 5,5 Jahre bei meiner schleimfreien Heilkost für einen Prozess gemacht habe, raus aus der Magersucht, rein wieder zurück ins Leben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin!